Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Satellite Rain. Ja, ihr werdet euch jetzt bestimmt wundern, warum ich jetzt schon hier in einem Komplex von UziCorp eingedrungen bin, ohne euch mitzunehmen. Aber wie ihr seht, ich bin noch direkt am Eingang, also es ist halb so wild. Ja, das hat damit zu tun, dass ich vergessen habe, die Sprachaufnahme-Taste zu drücken. Ja, das heißt, das Ganze war dann sauber kommentiert von mir, keine Frage, nur nicht aufgenommen für euch. Also insofern, aber jetzt war ich halt zu faul, um wieder zurückzurennen, bin ich ganz ehrlich. Ich habe ja noch nicht viel gemacht, ne? Ich bin gerade mal rein und das war alles. Und zwar werde ich euch jetzt darüber aufklären, was ich jetzt vorhabe. Jetzt möchte ich mich nämlich mit den ganz großen Tieren anlegen. Jetzt nehme ich mir die Festung hier vor. Ja, ihr werdet sagen, jetzt wird er übermütig. Jetzt ist er lebensmüde geworden. Kaum, dass er ein bisschen mehr einstecken kann und so weiter. Ja, naja, macht sich wirklich bezahlt. Also hier irgendwie das Mikromanagement sozusagen, ne? Naja, ist ja nicht direkt Mikromanagement, aber dieses Management auf jeden Fall von seinen Agenten, das zahlt sich denn über kurz oder lang in dem Spiel ganz gewaltig aus. Also wenn man sich darum kümmert, so ein bisschen forscht und pipapo. Ich habe jetzt erstmal wieder, beim letzten Mal haben wir ja einen neuen Prototyp bekommen, hier die Plasma-Schrotflinte. Ist jetzt nicht so mein Ding, also ist mir einfach zu laut, ne? Also ich stehe lieber auf diese schallgedämpften Waffen und die möchte ich mehr verbessern, verfeinern und so. Und das macht man eben, indem man Skillpunkte verteilt. Ja, dann hat man auch erstaunlicherweise, kann man besser zielen. Gut, das macht ja noch Sinn, aber die Waffen machen dann auch mehr Schaden. Und man richtet mit seinen Waffen dann mehr Schaden an, ne? Also da gibt es so bestimmte Kategorien, ne? Ja. Egal, jedenfalls habe ich dann eine bessere Schussrate für sämtliche Waffen bekommen, also nicht für alle, aber für einige, unter anderem eben auch für unsere momentan noch favorisierte Uzi. Das heißt, ich kann ein bisschen schneller schießen, also 9,1 Schüsse pro Sekunde sind das jetzt. Das macht sich schon bezahlt, ne? Also mittlerweile, auch die Kleinen, die stören uns nicht. Ja, da können wir auch die Kamera deaktivieren. Naja, da sind auch ein paar Geschütze wieder, aber ich hoffe mal, dass ich die irgendwie noch umprogrammieren kann, dass sie denn sich auf den Gegner wieder richten, ne? Das wäre natürlich cool, wie beim letzten Mal. Vielleicht klappt das ja diesmal auch wieder so schön. Hier haben wir noch was. Oh, weg hier. Die rennen aber auch immer übers Ziel hinaus. Schwein gehabt. Meine Fresse. Ja, ich möchte auch nicht so leichtfertig. Klar, wird jetzt jeder sagen, ja, mach doch die Kamera einfach kaputt, aber dann schicken die mir hier sofort wieder neue Einheiten. Ne? Hier ist gerade so ein tolles Rolltor, wo die denn entfleuchen können. Dann gehe ich erstmal hier hin. Und auf beiden Seiten Kameras ist das Problem. Dann ich erstmal dahin. Kommt, schneller, Leute. Ja, die Energie ist immer noch sehr schnell weg. Einfach mal, ne? Es kam schon jemand wieder. Da nicht. Hat sich wohl ein anderes Rolltor geöffnet. Oh, überall diese Giftbrühe. Ich weiß nicht, was sie sich davon versprechen. Ah, hier ist eine kleine Nische, in der wir uns jetzt verstecken können. Genau, hackt das Teil mal. Schneller! Oh, dauert so ewig. Ne, Moment, das muss ich besser timen. Das dauert denn sonst zu lange. Jetzt. Ja, lass dir Zeit, Mädel. Ich hab's schon beschleunigt, ne? Wer schneller, wer schneller? Oh, fuck! Geschafft. Hä? Okay. Mhm. Oh, wir verstecken uns. Yeah, die gehen dahin.
Wunderbärchen. Oh Gott, ich muss mal gucken, was ich hier. Ob ich hier lang muss erstmal, Leute. Ich renne hier so ein bisschen verwirrt durch die Gegend. Wie immer will ihr sagen, ist doch nicht anders als sonst auch. Oh. Schnell. Wo muss ich jetzt lang? Da ist ein Rolltor. Ha! Nein, alle. Kommt. Scheiße, da ist wieder einer. Nur prügeln, Leute, nur prügeln. Donnerwetter. Leider kann ich nicht weiter rauszoomen. Hier müssen wir irgendwie hin. Boah. Ist noch ein weiter Weg, ihr seht's. Ohoho. Scheibenkleister. Ich bin wirklich lebensmüde. Haha. Jetzt haben wir das Teil ausgemacht, aber sonst nichts erreicht, oder wie? So, wenn wir hier lang gehen, dann kommen wir da hoch. Dann können wir uns hier abseilen. Na gut, das wäre sonst ein Plan, ne? Ich glaube, das ist ein Plan, weil da ist auch wieder eine schwere Einheit. Jo, das ist ein Plan. Scheibenkleister, da kommt schon wieder einer. Ah! Nee, lass mal aus. Ah, scheiße! Wow! Boah, der hat eine Minigun. Und weiter, ihr sollt ihn körperlich annehmen. Ah, irgendwo ist hier ein Tor aufgegangen. Leute, weiter geht's hier im Text. Können wir denn hier überhaupt runter? Ja, hier können wir rein, aber hier ist alles vergiftet. Ah, Moment, hier können wir auch hoch, dann sind wir da. Kommt, Leute, rein da. Ich hoffe mal, die können das alle. Ja. Dadurch, dass es nicht höher gelegen ist, manchmal sind die ja so ein bisschen erhöht. Das können dann nur die Agenten, die dementsprechend geskillt sind, ne? Okay, drehen wir das mal ab hier. Drehen wir dem Gift mal den Hahn zu hier. Eieiei, was ist das denn hier eigentlich? Oh, hier können wir was aufdrehen. Hat jetzt irgendwie viel gebracht. Achso, jetzt können wir wieder runter und das Teil dann. Ah, das verstehe ich, okay. Ein Rätsel, Leute. Im Spiel gibt es sogar Rätsel, ist das der Hammer. Wie geil ist das denn? Oh, ist noch so weit weg, das Teil, ne? Und diese Festung, die wir eindringen wollen, unbedingt. Ich hoffe mal, das zahlt sich auch aus, weil da wieder rauszukommen wird nicht leicht. Nee, hat jetzt irgendwie nichts gebracht. Muss man die gleichzeitig deaktivieren, oder wie? Ich glaube, da würden wir unglücklich sterben, ne, wenn wir da reinrennen würden. Ja, mehr können wir hier nicht abstellen, also muss man das gleichzeitig deaktivieren, oder wie? Würde ich jetzt fast meinen. Gut, dann lassen wir hier noch einen reinrennen. Also hier ist auch kein Gegner. Können wir hier rein? Nee. Ich glaube, ja, dann müssen wir gleichzeitig... Hä? Aha. Sah jetzt ein bisschen komisch aus. Gut, du gehst mal. Muss mal. Nein, was machst du? Nein! Nein! Ah, oh, jetzt seht ihr das gleich mal. Was dann passiert? Oh, nichts passiert, okay. Na doch, die Gesundheit wird augenblicklich kleiner. Scheiße. Unwiderruflich. Moment, können wir ein bisschen heilen? Ja. Können wir.
Ey, dadurch erhöht sich auch die Panzerung wieder, ne? Nee. War Einbildung. Sah erst so aus. Scheibenkleister. Aber zum Glück können wir heilen, ne? Es reicht. Auf zu heilen. Hä? Das konnte ich gar nicht mit allen, okay. Kann ich nur mit ihr oder wie? Sonst mit KM. Nö. Tja, Leute, dann können wir das schon mal vergessen hier. Verdammt. Wieso denn nicht? Vielleicht haben wir nur die falsche Reihenfolge. Das kann natürlich sein. Gut, dann gehen wir erstmal da rein. Ich hoffe es mal. Weil hier ist ja nichts anderes zum Deaktivieren, oder? Also ich habe zumindest noch nichts gefunden. Na denn, dann versuchen wir es nochmal. Ich weiß es nicht, wie gesagt, ne, ob es hier irgendwann einen Effekt hat, was ich hier mache. Tja, wenn nicht, dann müssen wir den Weg einschlagen, dann hilft ja nichts. Das ist ja komisch. Das ist wirklich ein Rätsel, eine ganz schöne Kopfnuss. Ja, was heißt eine Kopfnuss? Man weiß halt nicht, was man machen soll, ne? Ah, ich Idiot. Ja gut, aber mit ihr kommt man trotzdem nicht weiter. Aber mit denen. Ach nee, wa? Oh, mein Telefon geht. Ich muss mal kurz pausieren, Leute. Bis gleich. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zurück, Leute. Ja, ich musste doch nochmal von Anfang an beginnen, diese Mission. Also, weil ich ja auch nicht innerhalb eines Gefahrendistrikts hier speichern kann. Musste ich einfach nochmal von vorne, ja, ich muss das Spiel beenden, das ging nicht anders, ne, habt es ja mitbekommen, ein Anruf hat mich gestört, hier aus der Ruhe gebracht, aber jetzt ist das Telefon auf lautlos und insofern soll es uns jetzt nicht weiter stören. So, beim letzten Mal haben wir ja versucht hier, naja, was heißt beim letzten Mal, ist ja alles in einem Video, ne, also insofern, das werde ich hier integrieren. Ja, jetzt müssen wir hier versuchen, das Gift auszustellen. Und dann möglichst gefahrenlos darüber kommen. Hoffe ich zumindest. Also das ist jetzt so mein Ansinnen so im Wesentlichen. Ne? Ob es klappt, ist was anderes. Genau, jetzt können wir mit den Leuten nach unten. Mit allen. Denn das kann hier kurioserweise nur die Soldatin. Ne? Die kann ja die Anlagen bedienen. Ah, die hat scheinbar auch studiert, irgendwie so chemisches Ingenieurswesen oder so. So. Okay. Jo. Mal sehen, wenn ich jetzt weiter. Wie war denn das? Muss ich nochmal überlegen. Nee, das können wir, glaube ich, nur da drüben ausstellen, ne? Ah, nee, jetzt kommen sie schon durch. Super. Ah. Ah, ich glaube, ich werde die schon mal nach oben befördern mit dem Fahrstuhl. Eieiei, das ist schon so ein Mech, glaube ich, wa? Sieht mir fast nach einem Mech aus. Ach du Scheiße. Eieiei. Leute. Ja, das sind diese Mechs, von denen ich erzählt habe. Ne? Da habe ich ja schon einiges dazu gesehen in den Videos. Oh Gott, ich war vielleicht geschockt, kann ich euch sagen. Das mit so einem Mech kann ich es noch nicht aufnehmen, glaube ich. So, Mech. Wird das eigentlich aus Mech? Was habe ich gesprochen, ne? Mechanik, ja, von... So, egal. Genau, jetzt nochmal. Jetzt müsste das da unten ausgehen. Hoffe ich mal. Das haben die ja auch für Industrieanlagen. Das ist ja lebensgefährlich hier zu arbeiten. So, jetzt geht mal runter.
Söderle. Komm mal hier. Mal sehen, ob ich das jetzt richtig mache. Wenn hier wirklich richtig steht. Nee. Moment, mal gucken. Ob hier wirklich richtig steht, merkt ihr, wenn das Gas ausgeht. Ja, es sieht erstmal ganz gut aus, aber. Das Problem ist. Wenn ich es hier oben aktiviere, kommt hier auch gleich das Gas raus, oder? Ne, hat geklappt. Yes, super. Gleich auf Anhieb, prima. Ja, so kleine Rätselanlagen, Anleihen. Anlagen, sag ich schon. Und doch ganz nett. So, lockern das ganze Geschehen etwas auf. Haha, ich bin schon viel lockerer. So, ja. Wie jetzt? Wie war denn das jetzt? Genau. Halt drücken. Ich mach's so selten, deswegen. Einer stürzt bestimmt ab. Zwei stürzen ab. Aber sie haben überlebt. Der Schild wurde noch ein bisschen angekratzt. Super geil. Ach du Scheiße. Jetzt wird die Musik auch schon ein Stück dramatischer. Oh, die blöden Kameras sind wieder. Nee. Haha. Sehr geil. Und der hier? Ah, ich weiß nicht. Also ich glaube, wenn Alarm geschlagen wird, dann kriegen wir die volle Dröhnung her mit dem Vieh. Eieiei. Diesem Walker. Diesem Mac. War dadurch, dass die Kamera aus ist, sonst das jetzt erstmal. Oh! Jaul! Das ist vorne bei dem. Du Scheiße. Ich habe mich verguckt. Fuck, fuck, fuck. Au, das explodiert. Au. Jaul. Leute, scheiße. Worauf habe ich mich da eingelassen? Fuck. Ich hätte hier hinten rum müssen. Oh, scheiße, Alter. Wir sind schon geschwächt, ne? Oh nein, jetzt geht noch die dumme Tür zu hier. Oh, baller ich bin in der Tür. Nein! Boah! Jo, es endet im Desaster, Leute. Scheibenkleister, so war es nicht gedacht. Oh, Respawn. Scheiße! Nein! Ich muss hier irgendwie weg. Nein. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Kann ich mich hier nicht irgendwo verschanzen? Wow, Alter. Ja, gegen die Wand ballern könnte er ja. Das ist in Ordnung. Ah! Nein, die geht dann kaputt. Egal. Nein, ich muss das öffnen.
das noch. Nein, das Ding ist auch noch an. Oh nein. Oh, das endet im Desaster, Leute. Ah, ich hab mich echt vertan hier so ein bisschen, ne? Boah, diese scheiß Drohnen, Alter, die können ja durchs halbe Level feuern. Boah, Kreuzfeuer oder was? Puh, die sind auch gut organisiert, also. Ja. Kann ich nicht mehr. Muss ich irgendwie ablenken. Boah, das endet im Chaos, ja. Hier runter. Viel hier rumrennen. Ah! Na, das ist halt der. Komm. Scheiße, ey. Ah, da war ich doch zu leichtsinnig. Aber es ist jetzt nur passiert, weil ich... Ah. Ja, auch wieder so. Scheiße. Fuck, jetzt habe ich nichts mehr. Kann ich so nicht mehr wiederbeleben. Kann man das nicht steuern, wo die wiederbelebt werden sollen? Oh, ich muss jetzt mit den Typen alle loswerden, ja. Ich muss das jetzt erstmal irgendwie versuchen. Oh, fuck. Konzentriert euer Feuer. Alter, was die auch aushalten, ja? Jo, kümmert euch doch mal hier um den. Wenigstens um den einen. Oh. Na komm, macht's. Scheiße, Leute. Ah. Es endet im Desaster. Ich muss mal warten, bis die weg sind hier. Bis sich das Ganze so ein bisschen normalisiert hat. Wow, Alter. Du grüne Neune. Oh. Ja, noch lauter bitte. Ihr seid so unscheinbar, Leute. Prima. Heieiei. Wie viel Zeit? Achso, wie lange ist denn das noch deaktiviert hier? Wie, die sind für immer jetzt deaktiviert. Also das habe ich zumindest richtig gemacht. Hallo. Was ist mit ihm denn da? Hängt der fest, oder wie? Na, hier rauszukommen wird echt eine Herausforderung. Schnell. Wow, Alter.
grüne 9. Nun? Aha. Super. Nach dem Desaster hier am Anfang haben wir immerhin ein bisschen Erfolg gehabt. Ui, Leute. Ja, ich wusste doch, hier übernehme ich mich etwas. Ne, wartet mal. Der Inner haut ja ab hier. Guck mal lieber hierher. Meine Güte. Die kann man ja auch nicht. Ha? Gehe ich nur jetzt lang? Oh, scheiße, da kommt schon der nächste. Nein! Scheiß Wegfindung. Ah, Leute, ey. Das ist gar nicht gut. Der, wo sieht der uns? Hm. Jo, der nimmt uns jetzt schon wahr, oder was? Eieieiei. Weg hier. Jetzt müssen wir mal einen anderen Weg einschlagen, leider. Das heißt leider, jetzt sind wir eigentlich schon aus dem Gröbsten raus, Leute, würde ich mal sagen. Ah, Kameras! Ah ja. Ihr stört mich jetzt auch nicht mehr. Junge! Naja, ist egal jetzt. So, jetzt können wir uns ein bisschen rächen hier. Ja! Aua! Diese scheiß Laserdinger. Wow! Kommt dran. Hier, der hat eine Plasmakanone. Das ist eine Plasmakanone. Aha! Yes! Hat den eigenen Mann fast gekillt. Ja, so viel zu unserer Stealth-Taktik, die wir zuvor einschlagen wollten. Warum läuft sie jetzt so langsam? Na, kommt raus. Irgendwie haben wir es ja geschafft. Wow! Durch unser gesamtes Equipment, das wir auch aufwenden mussten. Boah, Leute, das war stressig, aber ich wusste ja, es wird hart irgendwie, ne? Aber gut, das war jetzt auch verbunden mit einer kleinen Ungeschicktheit von mir. Ja, denn wer konnte ahnen, wo bei dem Ding hier hinten und vorne ist, ne? Wusste ich nicht. Mein Fehler. Ja, wir hätten es dann hier einfach an dem Ding vorbeischleichen können. Aber gut, hier waren immer noch genug Soldaten. Also Gefahren gab es noch und nöcher. Aber was soll ich sagen, wir haben es trotzdem geschafft. Yes, und sie ein bisschen geschwächt. Wobei die wirklich, also ihr habt ja gesehen, ne? Ich habe da kaum Schaden gegen die gemacht. Oder vielleicht lag es auch an dem gesamten Chaos, dass sie einfach von allen Seiten gefeuert haben. Ich sollte vielleicht mal meine Waffen deaktivieren hier. Ja. Gut, Leute, also dann würde ich sagen, nach diesem Chaos wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder Tag, je nachdem. Und wir sehen uns dann bei einem nächsten Video von mir. Hoffe ich zumindest. Also denn, bye bye, bleibt mir gewogen. Ciao, ciao, euer Chuck.